Fall zu probieren. Ja, für uns, aber für euch bin ich noch einen Tag lauter machen. Probier's mal aus, probier mal aus. Ja, okay, wir gleich schon ein bisschen jammen und gucken mal, ob ihr euch richtig hört und so. Dorf. Ja. Was ist das hier und wo kommt ihr her und was soll das? Wir kommen hier zum Essen hin. Kommen aus Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt aus einer kleinen, bisher noch von den Römern unbezwungenen Enklave oder was? Aus dem Ruhrgebiet die meisten. Und ich meine, warum spielen 23 Leute auf einer Bühne so groß wie eine Briefmarke? Was soll das? Wie geht das? Finanziell auch und so? Ja, finanziell, also das ist so ein Abschreibungsprojekt. Jeder von uns hat eine Zahnarztpraxis und muss so ein bisschen Geld verbraten und so. Naja, weil es meistens Spaß macht, ich glaube, deshalb machen wir das. Ist es Improvisation oder schreibt ihr die Musik? Also, gibt jemand, beides. Es gibt jemanden, der schreibt das in Noten auf, was er spielt.
Genau. Der schreibt das in Noten auf, was ihr da spielt. Der schreibt das in Noten auf, was wir da spielen. Es gibt einen Menschen, der das in Noten aufschreibt, was ihr da spielt. Es gibt einen Menschen, der die Aussage filmt, dass es einen anderen Menschen gibt. Und wer ist das? Das bin ich. Du schreibst das, was ihr da spielt, in ist Noten. Ist ja Wahnsinn, oder? Das ist doch unglaublich. Wie soll denn das gehen, verdammt? Das glaubt dir keiner. Ist auch gelogen, aber... Nein, machst du das so wie, ich meine, du spielst es ein, lässt es ausdrucken oder schreibst du das tatsächlich in Noten auf, was ihr da spielt? Nein, ich fahre zu jedem nach Hause, spiele ihm vor auf seinem Instrument und dann dauert das relativ lange, bis sie das können und irgendwann spielen wir das dann zusammen. Dann wird das als MIDI-File aufgenommen? Genau, und dann wird es nämlich einfach nur ausgedruckt. Nee, ich jetzt mal, wie kommt ihr dazu, das zu machen, so in der Form? Oh, wie kommt man das zu? Tja, also Musiker müssen Musik spielen. Das ist ja, aber zu viert oder zu zweit oder zu fünf. Ja, zu so vielen, wie gerade zusammenkommen meistens. Geil. Also es ist eine schwer zu beantwortende Frage. Es ist einfach immer spannend, mit vielen Leuten zu spielen. Für den, der die Musik schreibt, die anderen spielen müssen. Und du über, ich weiß nicht, welche Genre? Pop? Nein. Klassik? Nein. Jazz? Was ist es? Ja, so Jazz und Improvisation und ein bisschen Krautrock und ein bisschen Free-Musik, ein bisschen Noise, ein bisschen, ja, Querbeat. Und im Netz seid ihr zu finden wo? Im Internet seid ihr zu finden wo? www.thedorf.net. Alles klar. The cool. Dorfnet. The Dorfnet. Geil. Mhm. Vielen Dank. Viel Spaß. Danke dir. Okay. Na, wie war ich? Ey, du warst der Geilste. Thank you.
Axel Knappmeier, Christian Hammer, Serge Kötein, Julius Gabriel, Veit Lange, Felix Fritzsche, Florian Walter, Christoph Berndt, Max Wiener, Johannes Brockmann, Kai Liedemann, Johannes Nebel, Simon Gemalter, Marvin Blamberg, Gilda Rasani, Jim Gempel, Axel Tiefenzauer, Marie Daniels, Oliver Siegel, Stefan Gerhardt, John Dennis-Decken, Andreas Wahl, Martin Fairbock, Julia Brüssel, Dennis Kosma, MS Dubnis, The Dorf.